So, bitteschön. Bitteschön. Der Prozess startet letztendlich hier. Auf dem Trägerpapier ist der Heißschmelzkleber in fester Form. Der wird dann hier durch die Maschine geführt. Und wir haben hier die Flüssigkeit, die sich bewegt, die man braucht, um dann nachher das eigentliche Glitter auf die Oberfläche zu bringen. Und dann wird das Ganze letztendlich in die eigentliche Beschichtung geführt. Eine Farbe pro Durchlauf. Genau. Der Reinigungsaufwand bei der Flock- oder Glitterproduktion ist natürlich sehr, sehr groß. Ein Tag Produktion heißt fast ein Tag Reinigung. Ne? Aber es ist halt spannend. Hier ist genau der Prozess, wo man dann sieht, ohne Glitter. Und hier ist dann quasi schon das Glitter drauf. Und das macht doch Sinn, dass sich das Ganze bewegt, um halt diese überschüssigen Partikel letztendlich loszuwerden. Weil es gibt ja im Endprodukt nichts Schlimmeres als Pigmente oder Teilchen zu haben, die man in der Anwendung nicht braucht. Ja, die große Kunst ist, dass man einen gleichmäßigen Auftrag hat. Riesen dicken Toleranzen wäre natürlich in der Anwendung für den Kunden fatal. Ne? Und dann geht das nachher weiter in den Trockenkanal. Und wir haben hier Temperaturen von 140 Grad, um das Produkt letztendlich dann Partikel zu verankern, kann man sagen, oder aushärten zu lassen. Ne? Was ihr hier seht, ist das halbfertige Produkt. Also da könnte jetzt der Anwender noch nichts mit anfangen. Da fehlt ja nachher der Zulauf der selbstklebenden Polyesterfolie noch. Und um zuerst mal zu gucken, ersten Eindruck zu haben, ob das Produkt in der Spezifikation ist, nimmt man immer dieselbe Fläche, schneidet die also hier mit so einem genormten Gerät aus. Ne, das ist die Fläche, die ist genau 100 Quadratmeter. Und kann dann über das Gewicht schon mal die erste Ansage machen, ist das Produkt in der Spezifikation oder nicht. Also das ist Teil der täglichen Qualitätskontrolle. Was wir jetzt sehen, ist halt der Jumbo-Wechsel. Die eine Rolle ist zu Ende und der Udo wechselt jetzt zu dem nächsten halbfertigen Produkt, damit die Produktion weitergehen kann. Gewichte nicht mit der Hand stemmen kann, ist klar. Deswegen hat er hier diese Transporthilfe. Das wäre natürlich ein extrem kleines Röllchen, aber wir haben ja doch dann, wie wir eben gesagt haben, bis zu 300 Laufmeter auf so einem Jumbo. Und die werden dann auf sogenannten Gestellen mit Hilfe von so einem Stapler reingefahren. Händisch wäre das nicht mehr machbar. Das, was man jetzt sieht, ist, dass der Kollege ein Muster zieht, was auch wieder in die Qualitätssicherung geht und auf die festgelegten Parameter überprüft wird. Ne? Ja, ist Unterschied. Also siehst ja hier, in dem Bereich ist natürlich auch sehr viel Kartonage, Hülsen, Verpackung generell. Du hast aber auch hier schon Fertigmaterialien, ne, wo wir Material gebunkert haben. Also das sieht auf einen Blick aus alles Flex, wo wir schon vorproduziert haben. Und hier ist teilweise dann schon fertige Ware, die zum Kunden vorbereitet ist. Also komplett gemischt. Also wir haben Rohstoffe, Halbfertigware hier stehen, Fertigware. Ja. Und wegen Fertigware, weil es ja die Haltbarkeit heißt immer 2 Jahre. Ne? Ist das ja, wirklich aber, so? Aber nein, das ist wie beim Joghurt. Wenn das Datum drüber ist, verkaufe ich das, esse ich den auch noch, ist überhaupt gar kein Problem. Und wir garantieren dann diese Zeit ab dem Tag, wo es hier rausgeht. Das heißt, das ist ja dann auch nochmal ganz sicher. Kann sein, dass das hier schon ein Jahr eventuell gelegen hat. Das heißt, dies darüber hinaus auf jeden Fall mindestens noch 2 Jahre. Und die Rohstoffe kommen aus Deutschland oder kommen die aus unterschiedlichen? Nicht nur aus unterschiedlichsten Ländern. Wir haben einen gewissen Qualitätsanspruch. Das heißt, wir suchen auch wirklich dann die besten Lieferanten für Rohstoffe aus. Haben ein eigenes Labor. Das heißt, jeder Anbieter kann im Endeffekt seine Ware bei uns einreichen. Dann wird die getestet und wenn es qualitativ passt, dann wird auch gekauft. Das heißt, die Rohstoffe, die reingehen, werden getestet und bevor Material rausgeht, wird das auch noch mal getestet, sodass wir also wirklich den ganzen Ablauf überwachen. Der Bereich hier in der Konfektionierung ist jetzt neben dem eigentlichen Sinn, das auf die Länge oder auf die Maße abzulängen,
insofern besonders wichtig, weil der Mitarbeiter die letzte Chance ist, eine optische Kontrolle durchzuführen. Also er ist hier so einer der letzten Möglichkeiten, die Qualität zu überprüfen. Also je besser da das geschulte Auge ist, umso besser dann auch die Qualität, die rausgeht. Ja. Was wir hier sehen, ist letztendlich das Konfektionieren, also das Zuschneiden auf die marktüblichen Rollenabmessungen. Wir haben hierbei ausgehend von der Produktionsbreite in 1,524 netto die Möglichkeit, 3x500 mm mal 25 Meter zu fertigen. Was man auch sieht, ist, wir verpacken das immer noch mal mit einer Schlauchfolie separat, um das Material zu schützen. Und man hat auch im Rollenkern immer eine Personalnummer, dass wir eine Rückverfolgbarkeit haben, wer hat es gemacht. Und natürlich eine Chargennummer, um zu wissen, wann wurde es produziert. Und bis zum Rohstoff dann halt die Nachverfolgbarkeit gewährleistet haben. Der ganze Qualitätsaufwand oder die Nachverfolgbarkeit macht ja nur Sinn, wenn es lückenlos ist. Wenn irgendwo in dieser ganzen Kette ein Fehler wäre, müsste man den ganzen Aufwand eigentlich einstellen, weil es nichts bringen würde. Also das muss lückenlos sein. Jetzt wird der wichtigste Mann. Da ist er. Hallo. Ah, du kennst ja. Überraschung. Ja. Na? Kannst du uns mal zeigen, wie man wo die Streifen sind, genau. Aber wir haben hier natürlich für mich auch eine Schlüsselabteilung. Insofern, wenn du neue Kunden gewinnen willst oder neue Produkte präsentieren willst, musst du natürlich Bemusterungen machen. Also wir fertigen unsere Streifen für die Musterkarten alle selber hier. Mhm. Das ist ein Riesenaufwand, das ist eigentlich ein Ganzjahresgeschäft. Insofern, wir müssen ja alle Materialien dann auch mit einem selbstklebenden oder mit einem doppelseitigen Klebeband ausrüsten. Das wird dann auf dem Polyester zulaufen lassen. Ferner haben wir hier auch alle Flock-Flex-Farben in A4. Das ist wie für mich immer so eine kleine Firma in der Firma. Ja. Ne? Was der Ahmed uns jetzt zeigen wird, ist diese Farbstreifenerstellung. Und das ist insofern handwerklich immer ein bisschen anspruchsvoll, weil der von allen Farben natürlich die Abdeckung von dem Klebeband abziehen muss. Dann wird das, wie gesagt, zulaufen gelassen auf den Polyester und die Maschine schneidet es dann in unsere genormten Abmessungen zu. Also Qualitätssicherung ist ein ganz, ganz hohes Thema, ganz einfach, um halt auch den Anspruch an die Produkte zu halten. Und ein Teil davon ist natürlich die Dickenmessung, wo man ganz leicht schwankt. Also wenn man zum Beispiel ein 100 μ starkes Produkt hat, sind vielleicht 1-2 μ nach oben oder unten akzeptabel. 100 μ wären 0,1 mm. Okay. Und kann dann an verschiedenen Stellen die Dicken messen. Und dann müsste man halt im Soll-Ist-Vergleich beurteilen, ist das Produkt da, wo es sein sollte oder nicht. Wenn das nicht der Norm entsprechen würde, wird es knallhart gesperrt. Ja, eine weitere Aussage über Qualität vom Produkt wäre halt, das Gewicht zu bestimmen. Hier haben wir auch eine definierte Fläche, die immer gleich ist. Das ist ein Hundertstel Quadratmeter. Und hätte dann in meinen Normbedingungen halt auch eine Aussage über das Gewicht. Wir müssen natürlich auch die Tonalität des Produktes absichern. Und auch da, weil das Tageslicht ja mal hell oder dunkler sein kann, hat man hier so eine genormte Lichtquelle und könnte dann jetzt die aktuellen Lieferungen abgleichen mit dem Normmuster und dann je nachdem das Ganze freigeben oder auch sagen, es passt halt nicht. Wir haben also hier eine Zwick-Röllmaschine, guter Marktstandard, den es da gibt. Und da spannen wir halt die Folien ein und es wird wirklich gemessen, wie die Flex- oder Flockfolie oder auch die Glitzerfolie sich vom selbstklebenden Träger trennen lässt. Auch da gibt es einen Normbereich, um halt dieses gleichmäßige Verarbeiten bei den Kunden zu gewährleisten. Und je besser wir unseren Job hier machen, so besser ist die Anwendung dann für den Kunden. Das ist so unser klassisches Messemotiv und man will da immer so ein bisschen auch mit den Muskeln spielen. Also A kann man hier zeigen, was machbar ist, weil es ja oft heißt, die Folien sind so schwierig zu verarbeiten. Natürlich sind sie anders, das muss man sagen. Ja. Aber wenn man sieht, wie diffizil hier Sachen gemacht werden können. Aber ist jetzt zum Beispiel ein Gag, meine lieben Labormäuse, wie ich immer sage. Die machen sowas immer mal in ihrer kreativen Phase. Mhm. Die sagen zu mir, sie würden die Wette halten, das schaffe ich als Ungelernter in 2 Stunden nicht. Ja. Der Rekord liegt, glaube ich, so bei ungefähr 45 Minuten. Das ist schon eine Menge. Ne? Ja, das ja. Sehr gut. Ja gut, die sind natürlich auch talentiert. 30? Ja, okay. Also die Messlatte ist hoch. Ne?
für zu deinen Kindern? Für dieses Motiv jetzt. Ne? Ja, gut, das ist defizit. Ja, und das Frustrierende ist, machst du es falsch, hast du es eigentlich vernichtet. Ne? Ja, ihr macht ja nichts falsch, ne? Ihr seid das Labor. Nein, eigentlich wir haben schon. Einfach genug Material, um es immer und immer wieder zu probieren. Verwendeter Wegwerf? Ja, ich bin da auch immer überrascht. Also man muss in meinen Augen das nicht machen. Das ist immer so eine künstlerische Freiheit. Hier ist ja letztendlich durch diese Trägerfolie schon eine Abdeckung obendrauf. Ne? Und da braucht man in meinen Augen keinen zusätzlichen Schicht mehr. Ne? Ja, gut, das ist Problem ist auch bei vielen Sachen, wenn der Kleber, wenn an den Seiten Hotmelt oder Kleber austritt, der ja heiß wird, hat man das Problem, dass man das dann irgendwann auf der Heizpresse hat. Damit brennt man es immer wieder ein und dann geht die Heizpresse kaputt. Und ich habe die Bestätigung eingeholt. Ihr dürft es mitnehmen. Dankeschön.